herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Wer wird Millionär? In einem Special, und zwar Lost Places. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, okay, scheiße. Gewonnen. Okay, er fängt an. Das heißt, ich bin Moderator und stell dir die erste Frage. Für jede richtig erratene Antwort wird dem Kandidaten eine Belohnung gutgeschrieben und nach der Show ausgehändigt. Der Kandidat darf die nächste Frage einen Rollentausch verlangen. Jede falsch beantwortete Frage bringt eine gleich zu verrichtende Essensstrafe mit sich. Es gibt auch drei Joker, einmal den 50-50 Joker, dann einen Telefonjoker und eine Begriffserklärung durch die Regie. So viel dazu. Jetzt kommen wir zur ersten Frage. Was ist auflagestärker als die Bibel? Gott, noch auflagenstärker als die Bibel? A. IKEA-Katalog. B. IKEA-Katalog. Dirke Weltatlas. Ah. C. Greenpeace-Broschüre. Ja. Oder D. Hitlers Mein Kampf. Der IKEA-Katalog. Ah. Ist das eine endgültige Antwort? Das ist meine endgültige Antwort. Willst du nicht nochmal drüber nachdenken? Nein. Ich sage IKEA. Und IKEA-Katalog ist richtig, ja. Freundchen. Sehr gut, nicht schlecht. Ja, ne? Finde ich auch, habe ich gut gemacht, ne? Ich bin verwirrt, Milan. Warte mal, wie soll ich das jetzt machen? Soll ich das? Hinten wieder rein. Die ist doch, hallo, das ist doch eine Frage jetzt. Ach so, wir haben die gleichen Fragen. Ja, danke. Okay, jetzt checke ich das auch erstmal. Hey, der Daus, ey. So, gut. Bei welchem ersten Wochentag gibt es immer einen Freitag, den 13. im Monat? A. Donnerstags, B. Freitag, C. Samstag oder D. Sonntag? Moment, zeig mal bitte. Du wirst die Stapel tauschen, weil er hat doch jetzt die Lösung. Boah, Digga, gerade hast du doch noch gesagt, wir haben die gleichen Stapel. Ja, aber ich muss doch irgendwie die Lösung draufschreiben. Ah, verstanden. Jetzt habe ich auch gerade erstmal das grüne Kästchen gesehen. Das ist natürlich genial, Milan, ne? Jetzt wird das Ganze mal ein bisschen lässiger hier. Da mussten die Grütze schon ein bisschen anstrengen, ne? Ich würde sagen, das ist eine Fangfrage. Eine Fang- oder eine Fangfrage? Eine Fangfrage! Und ich fange den Freitag. Ja, und da muss ich sagen, ich muss dich leider enttäuschen. Nein! Es wäre der Sonntag gewesen. Ja. Nein! Doch! Nein! Doch! Bestrafung. Komm, hier. Hallo! Ach, beim ersten. Oh, fuck! Ja, komm hier. Ja. Da freut sich jemand, ne? Da freue ich mich richtig. Rein damit. Kurz Gesicht verziehen, ne? Und weiter geht's. 2010 wurde mit 10.000 Bitcoins zum heutigen Wechselkurs von ca. 3,8 Millionen US-Dollar eine Pizza bestellt. B. Der Browser Netcave gekauft. C. Ein Facebook-Mitarbeiter entlohnt oder D. Ein Leichenwagen geordert. Jetzt habe ich natürlich unglaubliches Glück, dass wir jemanden in unserem Bekanntenkreis haben, der mit Bitcoins handelt und mir diese Anekdote schon erzählt hat. Und deswegen sage ich A, es ist eine Pizza bestellt. Ja, da muss ich leider sagen, ist richtig. Ja, habe ich mal Glück gehabt, ne? Zack. Also ich muss schon mal nichts essen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, geben Sie mir mal die Karte, komm. So, nächste Frage für dich. Welches Land war 2018 laut Statista das friedlichste Land nach Indexpunkten? Ist das A. Sierra Leone, B. Bhutan, ist das C. Island oder ist das D. Japan gewesen? Ich würde Island nehmen. Verdammt, das ist richtig. Ist richtig? Ja, das ist richtig. Scheiße. Ja gut, okay. Respekt dafür. Das habe ich irgendwo, das habe ich mal gelesen. Habe ich mal Glück gehabt, ne? Zack! Also ich muss schon mal nichts essen. Herzlichen Glückwunsch, ja, ich wusste die Frage. Wie versuchst du das zu erzählen? Ich wusste die Frage. Komm, ey. Ich wusste doch nicht mal, was dieser Index da ist. So. So, Frage an dich. Oh, sehr schlau, sehr schlau. Ja, so, komm. Wo gibt es keine Trojaner? Auf dem Computer? B. In Troja? C. Im Weltall? Oder D. In Ameisenhaufen. Also, das finde ich ja schon mal gar nicht so schlecht. Das ist tatsächlich da. Also ich würde sagen, zwei Sachen fallen raus. Computer und Troja. Weil, ne? Aber nee, das kann eine Fangfrage sein. Das ist, glaube ich, das könnte auch eine Fangfrage sein. Weil in Troja
gibt es ja eigentlich auch keine Trojaner mehr. Aber die gab es mal, deswegen würde ich jetzt sagen im Weltall. Im Weltall? Im Weltall? Ist richtig? Letzte Antwort? Ja, letzte Antwort. Ist leider falsch. Oh nee, was soll das? Im Ameisenlaufen, oder? Scheiß, Alter. Was sind denn die Trojaner im Weltall? Ja. Oh. Gönn dir. Diese Schadenfreude in deinem Gesicht. Oh, so lecker. Mm. Aber das ist wie so ein alter Lederriemen, auf dem du rumkaufst. Ne? Asteroiden, die einen Planeten begleiten, werden als Trojaner bezeichnet. Ja, der hat wieder seine Monokel nicht mit. Alter, wo steht denn das? Unten drunter. Ja, nur bei mir. Ja, nur bei mir. Moderator ist, sonst macht es ja, sonst macht's keinen Sinn, ne? Alte Knalltüte. Ja, komm so, mal raus. Naja, alle skandinavischen Länder haben A, mein Kreuz auf der Flagge, B, erheben Anspruch auf die Arktis, C, sind Mitgliedstaaten der NATO, D, haben als Währung Kronen. Da muss ich zum ersten Mal meinen Grips einschalten, weil ich hab, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, du kannst aber einen ich Joker hab nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade, ich nehme den 50-50 Joker. Den finde ich gut. Dann bleiben dir noch folgende Optionen. A, haben ein Kreuz auf der Flagge und B, erheben Anspruch auf die Arktis. Erheben Anspruch auf die Arktis klingt für mich plausibel. Ich meine, mein Kreuz auf alles Flagge, ich kenne die Flaggen von denen nicht. Ja, ich weiß. Aber du bist ja eine ganz intellektuelle Socke, bist du, ne? Okay, ich gehe aufs Ganze, ich nehme die Flaggen. Ja, scheiße, ist richtig. Ja! Ja, okay, jetzt hast du Glück gehabt. Sehr geil. Na, ja, ich wollte nur bis deine Nase herumführen. Klasse. Na, alles klar. Mhm. Was geschah nicht am 9. November? Ausrufung der Republik in Deutschland. B. Staatsrechtliche Hinrichtung von Robert Blum. Alter. C. Berliner Mauerfall. Ja. Oder D. Terroranschläge aus Pentagon und World Trade Center. Ah ja, das kann ja nur, weil wenn das so, die Frage so gestellt ist, was geschah nicht am 9. November, sag ich die Terroranschläge aus Pentagon und World Trade Center. Das war nämlich am, oh Gott, im 5. September. Ja gut, okay. Das war der 1. September, ne? Ja, alles klar. War es richtig? Ja. Oh, wer hätte das denn gedacht? Was gehört zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe der Menschheit? A. Die Solinger Schleifkunst. B. Okay, ich finde, sollte okay. Aber rein. Ne? Sollte schon rein. Die Solinger Schleifkunst, die Weinherstellung Bordeaux, der irische Stepptanz, das neapolitanische Pizzabacken. War die Fragen finde ich gut. Also, Pizza finde ich gut. Ja. Das sollte auf jeden Fall Kulturerbe sein. Ja. Irischer Stepptanz. Ah, das ist ein Traum. Ich hab's zwar noch nie gesehen, aber. Klar. Ich sag einfach mal die Solinger Schleifkunst. Ah. Ey, ich hab doch gerade noch vor 10 Sekunden gesagt, es wäre geil, wenn das mit drin wäre, oder? Ja. Da habe ich mir noch einen Grund schon selber am Bein gestellt, aber du bist Gott sei Dank dürrer als ich, deswegen Scheiße. Ist es die neapolitanische Pizzakultur. Nee, Pizzabacken, ja. Ja, falsch, ne? Punkt für mich und einmal hier rein. Okay, ich gebe zu, ich bin heute nicht ganz auf dem Dampfe. Ja, genau. Richtig. Jubizume! A. Wird ausschließlich kalt serviert. B. Ist eine japanische demütige Selbstbestrafung. C. Kommt in. Das müsstest du eigentlich kennen, ne? C. Kommt in Rotorblättern zum Einsatz. D. Verbindet ab 2020 Chengdu mit Shanghai. Das glaube ich ist nicht so einfach. Bah, da habe ich ja keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Doch, ich weiß es nicht. Ausschließlich aber. Kalt serviert. Bitsume. Dafür müsste man erstmal wissen, was Jubizume ist, ne? Ja, also dann wäre es eher ein Gericht, aber das hört sich nicht nach einem Gericht an. Mhm. Also nach einem leckeren Gericht. Nee, ne? Eine japanische demütige Selbstbestrafung könnte sein.
Ich kenne unsere Redaktion. Ich könnte es denen zutrauen, was sie hier veranstalten. Sadistische Fuck, ne? Ja. Ja, komm, hau raus. Ich sag einfach, wird ausschließlich kalt serviert. Ja, und dann sag ich dir einfach, das ist falsch. Fuck! Okay. So, ich sag dir nämlich, bei Yubizume handelt es sich um die feierliche Selbstamputation des kleinen Fingers oder eines Gliedes davon. So sieht das aus. Scott und Amundsen lieferten sich ein Duell um die Welt in 100 Tagen. Ja. B. Als erste Menschen am Südpol. Mhm. C. Beim ältesten Guinness-Buch World Record. Oder D. Beim Bau von Los Angeles und San Francisco. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Und jetzt habe ich gehört, die Redaktion hat das gedacht. Ich habe gehört, die Redaktion hat einen super Joker mitgebracht. So, ich kann ja jetzt eigentlich quasi auch schon nur mit. Weißt du, wen ich anrufe? Weißt du, wen ich anrufe? Deine Oma? Deine Omi ist nein. Weil ich die Nummer, die kann ich auswendig. Sonst könnte ich nur von meinen Eltern. Aber. So, wo ist denn Telefon? Da ist Telefon. Jetzt sagt ihr erstmal, Marcel, wo bist du denn? Und dann sage ich, nicht da. Ich hoffe, die geht dran. Vielleicht musst du der Moderator anrufen. Schon. Ja, schönen guten Tag. Oma, ich bin's. Marcel, hi. Hör mal, ich hab nur 30 Sekunden Zeit. Du musst mir ganz schnell helfen. Hör mal, eine Frage, die du. Wir machen gerade Wer wird Millionär, ne? Pass auf, ich lese es dir vor. Scott und Amundsen lieferten sich ein Duell in A. Um die Welt in 100 Tagen. B. Als erste Menschen am Südpol. C. Beim ältesten Guinness-Buch Weltrekord. Oder D. Beim Bau von Los Angeles und San Francisco. Fünf, ey, wir haben keine Zeit mehr. Drei, ja, egal. Okay, zwei, danke für deine Hilfe. Eins, null. Okay, ciao. Oh, so, das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Das war ihm eine große Hilfe. Ich hab das nicht richtig verstanden. Ja, gut, okay. Gut, so. Ich sag A, um die Welt in 100 Tagen. Ich glaube zwar nicht, dass das richtig ist, aber es könnte auch... Ja, nee, ich sag B, als erste Menschen am Südpol. Sicher? Ja. B. 100 Pro? Ja. Leider lieber richtig, Marcel, ja. Das ist leider richtig. Ja, hab ich mir schon gedacht, ne? So eine verdammte Scheiße. Dafür hätte ich noch nicht mal die Oma anrufen müssen. Nein. Ne? So, das kommt jetzt hier in unsere Spezialkiste. Für deinen Joker. Und dafür bekommst du jetzt noch eine Frage von mir. Divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. So erging es den Ehefrauen von Heinrich XIV. B. Dem Palästin von Kleopatra, C, den Sklaven von Vasco da Gama oder D, den Investoren von Nestle. Ich würde ja schon fast eigentlich sagen, ne? D, den Investoren von Nestle, das sage ich jetzt aber nicht. Und deswegen nehme ich den Ehefrauen von Heinrich XIV. Die waren nämlich, glaube ich, ziemlich schlecht dran. Ich glaube, da wurden nämlich sogar zwei oder drei. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben Verköpfungen mit Guillotine und so weiter und wurde der doch, glaube ich, später auch. Es kann auch sein, dass ich jetzt scheiße habe, aber ist es richtig? Es ist richtig. Nein, ich bin ein Pulverfass an leider Fragmenten leider von richtig. Wissen, die irgendwo durch die Gegend streunert. So. Aber hier stehen keine Antworten. Ja, das macht auch nichts. Wie, da stehen keine Antworten? Ja, das muss ja auch nicht. Reicht ja auch, wenn ich es weiß. Boah, Alter, langsam wird's echt. Ja. Kacke. So. Kalt. Ja, hättest du mal gerade eben deinen Finger mal ein bisschen gewärmt, ne? Welcher Eroberer legte den Grundstein für den weit verbreiteten Rechtsverkehr? A. Alexander der Große, B. Hannibal, C. Napoleon Bonaparte oder D. Adolf Hitler? Oh. Ja, Hannibal wäre natürlich. Ja, Hannibal, natürlich der ist natürlich über die Alpen, da hat er schon darauf geachtet, wo er mit natürlich. Seinen Elefanten da, ne? Napoleon, ja. Rechtsverkehr auf dem Meer. Auf dem Meer? War der nur auf dem Meer unterwegs? Ja, der war nur auf dem Meer unterwegs. Der war nur auf dem Meer unterwegs, da hast du recht. Genau. Alexander der Große, ja, da. Och, das ist schwierig. Das ist schwierig. Da würde ich einfach mal raten, Adolf Hitler. Dann muss ich dir wieder sagen, das ist bereits. Die nächste falsche Antwort. Ja, das wäre nein, Napoleon nicht. Bonaparte gewesen. Nein, Adolf Hitler hat den Rechtsverkehr. Echt jetzt? Ja. Ja, Napoleon hat ich zum Beispiel auch so die langsam ganzen... so dumm. Guck mal, Napoleon ist doch mit seinen Armeen durch halb Europa gezogen oder fast durch ganz Europa. Und dann hat er zum Beispiel auch die ganzen Alleen alle gepflanzt.
damit die im Schatten laufen. Und da hat der sich schon mal richtig Gedanken darum gemacht, wie kriege ich denn das möglichst gut logistisch organisiert? Und das hat er sich wahrscheinlich auch den Rechtsverkehr ausgedacht, ne? Ja. Adolf Hitler hat die Autobahn gebaut. Richtig. Das war's. Ne? So, und weil das da so schön war. Und weil das so schön war, kriegst du noch mal die nächste Frage. Ja, vielen Dank. Ja, ich bitte. Mich. Seit 1896 muss A. ein Fußballfeld baumfrei sein. Das ist geil. Das wäre von Vorteil. Weichet den Baum aus. Ah, ne, das habe ich jetzt ein bisschen. Egal. B. Darf man nur noch in Begleitung die Zugspitze betreten? C. Muss in Somalia korrekt gegendert werden? D. Hat der Warschauer Pakt Bestand? Ich würde ja wirklich knallhart A tippen. Wenn man kurz so wissen, ob das stimmt. Nein, Spaß beiseite. Ja, nimm's A, ne? Ich nehm A. Ja, ist richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch, hast gut gemacht. Danke. Super. Danke. War gar nicht mal so scheiße. Danke. Ja, hervorragend. Aber wie lustig ist das denn, Alter? Sind die denn, wie haben die denn Fußball gespielt? Achtung, Baum! So, das ist für heute die letzte Frage und die geht an Marcel. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Nochmal tief durchatmen. Sammel deine mentalen Kräfte. Bin dabei. So. Turritopsis dorni kommen ausschließlich in Vulkanen vor. B. Haben die weitesten Pupillen unter Opivaren. C. Liefern Fleisch aus dem Reagenzglas. Oder D. Leben ewig. Ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung, was die Turritopsis dorni sind. Das hört sich schon fast irgendwie so. Ja. Ja, keine Ahnung. Also liefern Fleisch aus dem Reagenzglas, das glaube ich nicht. Haben die weitesten Pupillen, das ist auch irgendwie ein bisschen weit hergeholt, ne? Pass auf, ich würde ganz gerne einfach nochmal zur Feier des Tages nochmal ganz zuletzt den Joker ziehen. Haben wir noch einen? Ja, weiß ich nicht. Haben wir einen? Haben wir einen? Haben wir einen? Regie? Ja, ja. Ich habe den Special Joker, ich darf die Frage einmal weitergeben. Dann gib sie an mir, an mich weiter. Ja, ich geb die an dich, weil wen denn sonst? Ja, weil ich hab hier die Antwort. Achso. Ja, wir tauschen einfach. Ja, okay. Genial, ne? Genial. Durchdacht, mein Freund. Genial daneben, würde ich sagen, ne? Ich sag A, Leben in Vulkan. Leben in Vulkan. Ich glaube, das ist irgendein Mikroorganismus. Diese Antwort ist falsch. Oh, scheiße. Richtig wäre gewesen D. Leben ewig. Hä, und die Erklärung? Hierbei handelt es sich um Quallen mit der bislang einzigartigen Fähigkeit unter Vielzellern sich weiter zu verjüngen. Boah. Ja, das finde ich krass. Das finde ich so krass. Sowas muss man erstmal wissen. Aber wer ist der Sieger des heutigen Abends? Wer hatte mehr Fragen richtig? Dankeschön. Nein, nicht du. Für den Vogel. Applaus, doch? Das bin ich. Ich habe das gemacht. Danke. Wundervoll, klasse. Schwampus, lass knacken. Das habe ich noch nie gemacht. Das wollte ich nicht sofort machen, ne? Das geht ja schon wieder gar. Was ist das? Oh. Ja, komm, das kriegen wir richtig hin. Champagner wird schnell gehen, ne? Ja, ich würde sagen, wir sind durch, ne? Hervorragend. Stößerchen und auf mich. Bis zum nächsten Mal. Fertig. War das gut oder war das gut? Achso, tschüssi.